Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Vor ein paar Tagen ist meine Anastasia Beverly Hills Bestellung angekommen. Unter anderem mit dieser neuen Blush-Palette habe ich jetzt gerade drauf, finde ich sehr, sehr schön. Die Liquid Glows, die aber auch noch in einem separaten Video kommen werden. Und heute dreht sich alles um die neue Subculture-Palette von Anastasia Beverly Hills. Seit letzter Woche ist sie draußen und seitdem gehen jetzt auch schon einige Videos rum. Die ersten negativen Videos gibt es auch schon, Leute, die was bemängeln. Aber was ich davon halte, das werdet ihr jetzt sehen. Ich habe sie, als ich sie bekommen habe, lediglich auf dem Arm geswatcht und da war ich hin und weg, wirklich. Pigmentierung hoch 20. Also ich habe, glaube ich, keine Palette, wo so viel Pigmente auf einmal kommen und man so krass deckende Farben hat, wo ich in erster Linie so begeistert war, weil ich gedacht habe, oh Gott. Das hier ist das gute Stück. Ich blende euch jetzt auch nochmal Swatches ein. In erster Linie sind hier matte Farben drin. Es sind nur drei Schimmerfarben. Und der Rest ist matt. Und die Matten sind wirklich, wirklich hardcore pigmentiert. Aber eigentlich, und das bemängeln auch viele zu Recht, schon viel zu pigmentiert, beziehungsweise diese Pigmentierung kommt daher, dass die so, so leicht gepresst sind oder beziehungsweise wenn man mit einem lockeren Pinsel auch reingeht, sich da auf einmal so viel Pigment und Puder löst, dass es eigentlich schon wieder eher negativ ist. Das ist nämlich das, was viele bemängeln, dass man hier einfach nur mit einem Pinsel rangeht und sich das Ganze eigentlich auch schon löst. Ich kann ja mal hier in das Gelbe reingehen und ihr könnt ihr das sehen. Ach, ach, du Schande! Okay, ich bin jetzt wirklich nur ganz, ganz leicht reingegangen. Ich habe das vorher noch nicht probiert. Ich habe es nur in den Videos gesehen, dass das viele bemängeln. Und ich meine, hier sind jetzt super viel Pigmente am Pinsel. Gott, ist das staubig. Oh, das ist richtig... Wow. Kommt ein richtiger... Ach, du Schande, das ist ja... Ja, richtig... Ja, viel zu viel Puder. Also... Ich bin gerade geschockt, weil mir hier gerade wirklich der halbe Lidschatten entgegengekommen ist. Das fand ich jetzt eben gerade echt ein bisschen krass. Hier war gerade alles voller Lidschatten. Und ich bin nicht doll reingegangen, Leute. Überhaupt nicht doll. So krass und toll diese Pigmentierung eben auch auf den ersten Blick ist, weil sich eben super viel Pigmente, guckt euch das mal an, also so viele Pigmente lösen. Natürlich ist es dann, und deswegen, ich war im ersten Moment von dieser Palette so beeindruckt, weil guckt euch diese Deckkraft mal an. Ja, also wenn ihr das mal seht, das ist heftig, was das für eine Deckkraft hat. Das sind wirklich Pigmente pur. Und deswegen war ich im ersten Moment, als ich das erste Mal geswatcht habe, so begeistert und konnte es eigentlich gar nicht abwarten, es das erste Mal so auf meinem Auge aufzutragen. Ja, aber wenn man jetzt schon rüber geht, das kriegt man kaum ab, als wäre da irgendwas drin, was die so ranklebt. Aber nichtsdestotrotz finde ich die Farben an sich wunderschön. Ich weiß noch nicht, was für ein Look ich damit schminken werde, aber ich würde sagen, wir legen einmal los und mal sehen, wie ich die so finde. So, eine Base habe ich schon drauf. Also ich benutze in letzter Zeit eigentlich gar keinen Eyeshadow Primer mehr in dem Sinne, sondern ich verteile gleich mal meinen Concealer komplett oben auch auf dem Lid. Und das ist für mich immer der Primer und so mache ich das schon lange und somit fahre ich auch am besten. Also ich bin nicht so ein Eyeshadow Base Fan, um ehrlich zu sein. Und ich habe hier von Catrice den Liquid Camouflage High Coverage Concealer benutzt. Also ich muss sagen, der Concealer ist wirklich gut. So, und eine Sache wurde auch bei ganz, ganz vielen YouTubern kritisiert, und zwar, dass sie zwar mega pigmentiert sind, aber im Moment, wo man sie dort am Fleck, wo man es drauf getan hat, probiert zu verblenden, bleibt es mehr da und die Übergänge werden nicht schön verblendet und eher so ein bisschen fleckig und unebenmäßig. Und da bin ich jetzt echt mal gespannt, wie sich die auch verblenden lassen. Als Base-Ton nehme ich hier diesen Dawn. Ist jetzt nicht super hell, also für so ganz helle Hauttöne ist er, glaube ich, schon relativ dunkel und schon mehr eine Transition-Color. Aber ich benutze es jetzt erstmal als Base. Ups, ich hatte vergessen, die Lampe hinter mir wieder anzumachen. So, und den verteile ich jetzt erstmal einfach nur ganz grob. Wie ihr sehen könnt, ist die Farbe noch nicht wirklich hell. Und ich habe auch hier jetzt gerade das, sobald ich hier reingehe, löst sich so viel Lidschatten. Halleluja. So, und eigentlich sollte diese Base jetzt wirklich das dafür sorgen, dass sich die dunkleren Farben da drüber toll und ebenmäßig verblenden lassen. Aber genau das wird hier eben kritisiert. Ich bin mal gespannt. Das hier wäre jetzt ein ganz lockerer Verblenderpinsel, ein großer. Jetzt nehme ich einen, der ein bisschen fester gebunden ist. Und nehme einmal die Farbe Roxy hier. Oder Roxy. Oh Gott, da kommt was runter. Das ist ja...
Also auf jeden Fall schön abklopfen. So, und das verblenden wir auch in der Lidfalte, aber nicht ganz so weit nach oben. Oh, der sieht schön aus. Also soweit ich das erkennen kann, ist der echt schön verblendet. So, ich nehme jetzt einfach mal dieses schöne dunkle Grün. Ach, boah. Ich benutze jetzt von Zoeva den 232, der Luxe Classic Shader. Der ist super schön dünn. Damit kommt man total perfekt in die Lidfalte. Das ist ein bisschen flacherer Verblenderpinsel. Mega pigmentiert und auch schon mega vorlaut. So, jetzt muss ich unter den Augen muss ich einfach Puder hinsetzen, weil ich glaube, sonst kriege ich nachher die Pigmente da nicht mehr runter. So, ich persönlich mag das immer nicht für Videos, weil man durchgängig irgendwie ein bisschen komisch aussieht, aber ich habe das Gefühl, ich muss das hier bei dieser Palette machen, weil wenn die Farbe oder diese Pigmente erstmal irgendwo sind, wie gesagt, hier könnt ihr hier am Arm sehen, gehen sie nicht mehr so schnell weg. Oha. Ich nehme mal einen anderen Pinsel, der ein bisschen mehr spitz zuläuft. Ich nehme nochmal den Pinsel von eben von hier oben und verblende das ein bisschen. Und vor allem die meisten haben gesagt, je länger man verblendet, umso ja, fleckiger wird es im Endeffekt. Also ich muss schon sagen, dass hier zum Beispiel jetzt auf dem Lid sieht es ein bisschen, sind hier so ein, zwei Stellen, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, wo die Farbe irgendwie weggeht. Aber den Übergang finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Also okay, auf dieser Seite hier lässt es sich gerade richtig schlecht verblenden. Ich kriege das hier gar nicht weg. Also jetzt sehe ich auch das, dass je mehr ich probiere hier zu verblenden, weil ich möchte es ja mehr nach außen kriegen, aber ich kriege es nicht, weil es da hängt, wo es jetzt im Endeffekt hängen geblieben ist. Ich kriege es hier nicht verblendet. Und hier fängt es auch schon an, wie das hier außen auf dem Lid leicht fleckig zu werden. So, ich muss da jetzt noch ein bisschen mehr wieder drauf machen, aber ich sehe jetzt das Problem, was viele haben. So, worauf ich jetzt Lust habe, ist dieses Gelb, die Farbe Edge. Die nehme ich jetzt mal und hört sie hier im inneren Auge. Jawohl, das ist doch eine schöne Farbe. Mit dem Grün hier ein bisschen reingehen. Dass man immer nur ein bisschen rüber geht. Das ist wirklich, und das merkt man auch, das geht mit anderen definitiv schneller. Das ist aufwendig, hier Übergänge zu schaffen und zu verblenden. Und man kann es schön hinbekommen. So, und weil mir das hier oben jetzt ein bisschen zu rosastichig ist, nehme ich einmal New Wave und verblende das hier oben ein bisschen, dass das so ein bisschen senftoniger wird. Ich gehe wirklich mit dem Pinsel und ich bin jetzt nicht wieder ins Grün reingegangen, sondern ich nehme den so, wie er war und verblende es einfach hier ein bisschen. Also nicht, dass ihr denkt, ich bin jetzt nochmal ins Grün reingegangen, weil dann, glaube ich, versaut man das komplett, weil es wieder viel zu viel Pigmente sind. So, ich gehe jetzt nur nochmal in das Grün rein, eventuell auch ein bisschen dieses Dunkeltürkis, einfach nur um hier in den Außenwinkel noch ein bisschen mehr Dimension reinzukriegen, das ein bisschen mehr Tiefe hier hinten schaffen. Aber das finde ich schon gar nicht schlecht. So, und jetzt probiere ich hier einmal das hier wieder wegzumachen. So, unterm Auge würde ich jetzt einmal diesen Braunton hier nehmen. Ich hoffe, das gefällt mir und der ist mir nicht zu kräftig oder zu rot. Den blende ich nochmal aus mit diesem Dawn, damit der nicht ganz so rot ist, weil das ist mir, glaube ich, echt ein bisschen zu rotstichig, das Braun. Und nach außen nehme ich nochmal ein bisschen hier von dem Grün. Und das Gelb auch nochmal hier im Innenwinkel. Aber ich muss wirklich sagen, die einzigen Farben, die mir hier in dieser Palette nicht gefallen, sind die Schimmerfarben. Gut, diese Farbe ist eh überhaupt nicht meins, das wisst ihr, das bin überhaupt nicht ich. Der Schimmerton ist wirklich, wirklich wunderschön. Den habe ich jetzt halt nicht benutzt, aber ich möchte diesen Look eigentlich auch komplett matt halten, außer vielleicht nachher noch ein bisschen Highlighter in den Innenwinkel. Und dieser Ton ist der aller in meinen Augen schlechteste aus dieser Palette. Da ist kaum, da kommt fast nichts runter. Und der ist halt so ein changierender, also ein Duochrome-Ton. Der sieht hier relativ weiß aus, ist aber am Ende sehr, sehr, ja,
Icy Rosa. Also das wechselt immer wieder, aber es ist sehr, an sich, wenn man es aufgetragen hat, sehr, sehr rosastichig auch als Duochrome. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Plus, dass ich finde, dass hier das hier der einzige Ton ist, der fast gar nicht pigmentiert ist und wo auch fast nichts runterkommt. Was ich sehr, sehr schade finde, weil das im Endeffekt der einzige helle, wirkliche helle Ton ist, mit dem man highlighten konnte. Ich schminke jetzt eben mein Make-up fertig. Ich werde höchstwahrscheinlich einen braunen Eyeliner ziehen, darauf habe ich gerade Lust. Und Wimpern drauf machen und ja, das mache ich jetzt eben. So, meine Lieben, mein Make-up ist soweit fertig. Ich habe jetzt in der inneren oder unteren Wasserlinie noch einen Eyeliner aufgetragen. Und zwar von Colourpop ist das einer von den langen. Da weiß ich gar nicht, ob die überhaupt noch verkauft werden. Auf jeden Fall sind die mega für die Wasserlinie, weil die Bombe halten. Und das ist eigentlich fast dasselbe Grün. So ein dunkles, schönes Grün, was ich auch hier im Innenwinkel habe. Hier als Eyeliner habe ich dann einen Braun genommen. Hier sieht es, warum auch immer, so ein bisschen braun-violett aus. Ist aber eigentlich ein wunderschönes, dunkles Braun. Dann habe ich noch Highlighter aufgetragen. Ich trage jetzt hier Champagne Pop. Auf den Lippen habe ich einen Mix. Ich wollte erst einen schönen kühlen Ton haben. Der war mir aber dann zu kühl. Und zwar war das die Farbe Dubai von Ofra Cosmetics. Und dann habe ich, weil der mir ein bisschen zu kühl war, reingemischt Sao Paulo. Auch tolles, tolles Nude. Also ich muss ganz klar sagen, diese Palette schreit natürlich danach, dass man ein bisschen auffälligeren Look damit schminkt. Dafür ist sie auch auf jeden Fall gedacht. Und eben die schön matten, kräftigen Farben. Ich muss sagen, ich bin relativ begeistert. Ich kann aber definitiv die Punkte verstehen, die viele, viele kritisieren. Und das ist auch, finde ich persönlich, ein No-Go, dass wenn man hier in diese Farben reingeht, einem schon das halbe Produkt komplett entgegenkommt. Also sie scheint wirklich was ein bisschen in der Formulierung geändert zu haben, weil die Modern Renaissance fühlt sich anders an. Die ist noch ein bisschen softer, nicht ganz so pudrig. Auch wenn ich jetzt wirklich viele verschiedene Farben genommen habe, finde ich, haben sie sich relativ gut verblenden lassen, aber es hat gedauert. Und wenn man an manchen Stellen, da wo man die Farbe als allererstes angesetzt hat, hin und her gegangen ist, ist da so eine leichte, hellere Stelle entstanden, also so ein so ein hellerer Fleck. Also das ist, finde ich, auch ein absolutes No-Go dafür, dass es eben wirklich so super High-End ist und die Modern Renaissance eben einfach so heftig gut ist und sich so toll verblenden lässt. Und da ist die hier schon definitiv schwieriger zu handhaben, aber ich persönlich finde, es ist zu handhaben, auch wenn man da ein bisschen mehr Zeit investieren muss. Somit ist mein Fazit, dass es definitiv keine Palette für den Alltag, weil dazu braucht man hier mit einfach viel zu lange. Und wie gesagt, man kriegt ein ebenmäßiges Ergebnis hin. Ich muss aber immer wieder in die Farbe rein, dann wieder in die Farbe rein, dann wieder ein bisschen verblenden. Und es dauert, damit es wirklich ebenmäßig und nicht fleckig wird. Und das ist ein bisschen schade, weil Anastasia Beverly Hills Lidschatten wirklich bis dato, was ich kenne, sei es die Single Eyeshadows oder auch, wie gesagt, die Modern Renaissance Palette, wirklich eine der besten Lidschatten sind, die es auf diesem Markt gibt. Und die sind wirklich, wirklich, wirklich krass. Also man kann es als Vor- oder Nachteil sehen, dass sie so extrem pigmentiert sind. Und ich wirklich, wie gesagt, ich war geschockt bei den Swatches, wie was da für Farbe runterging. Und das ist natürlich einerseits ein Vorteil, aber wenn das bedeutet, dass man dafür super schnell durch diese Lidschatten geht und man ganz schnell Hit the Pan hat, also ich möchte auch nicht, wenn ich da mit dem Pinsel reingehe, möchte ich nicht, dass mir das alles runterbröselt, auf den Schoß bröselt. Also das ist definitiv nicht schön und ich persönlich würde die Palette aber insgesamt trotzdem nicht negativ beurteilen, weil ich eben von diesen Farben und bei meinem Look, den ich jetzt geschminkt habe, relativ gut klar kam. Auch wenn ich viel Zeit investieren musste, aber ich kam gut klar und ich finde, das Ergebnis sieht jetzt auch wirklich, wirklich schön aus. Also ich würde nicht sagen, dass es die beste Palette ist, die ich kenne, aber sie ist auf jeden Fall nicht ihr Geld wert. War das jetzt richtig ausgedrückt? Also im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich bin wirklich zufrieden. Ich glaube aber auch eben aufgrund der Punkte, die ich erwähnt habe, dass es keine Anfängerpalette ist. Und es ist wirklich was für Leute, die Zeit haben und auch wirklich arbeiten, ins Verblenden investieren und immer wieder da, wo sie dann wieder Flecken sind, ein bisschen Farbe wieder draufpacken. Also wie gesagt, mit Arbeit ist es verbunden. Und ich muss auch noch zusätzlich sagen, es sind eben auch Farben, die hat man nicht unbedingt in seiner Sammlung. Es sind wirklich schöne, außergewöhnliche Töne, die trotzdem aber noch gut anwendbar sind. Also die Farbauswahl an sich, jetzt ohne die Textur zu betrachten, finde ich mega. Also meine Lieben, das war jetzt mein Look.
Mich würde super interessieren, wie ihr ihn findet. Schreibt das bitte in die Kommentare. Ich lese es immer so gerne, auch wenn ihr was zu kritisieren habt. Wie immer verlinke ich euch jetzt alle Produkte, die ich verwendet habe und auch die ich jetzt gerade im Gesicht trage, noch wieder unten in der Infobox. Und da findet ihr alle weiteren Infos. Mich würde super freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst doch mal ein Like da. Darüber würde ich mich super freuen. Und falls ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, dann könnt ihr das hier gerne nachholen. Und vergesst nicht, die Glocke einzuschalten, denn damit gibt es immer einige Probleme. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao!